Herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. So, ich habe mich frisch gestärkt. Und dann können wir hier auch wieder ein bisschen rumsuchen. Wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Hier können wir auf alle Fälle schlafen. Leichte Jacke. Neue leichte Jacke. Eine leichte Oberbekleidung, die vor Wind und Wasser schützen soll. Bietet allein nicht viel Wärme, ist aber nützlich in Kombination mit ordentlicher Unterbekleidung. Wir nehmen es mal mit und sehen uns das später an. Leer, das ist nicht so gut. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie andere Leute bestimmt viel mehr kriegen. Und ich irgendwie... Ja, und ich irgendwie so ein Pechvogel bin. Und zu viel miesen Loot habe. Das sieht schon mal gut aus. Nix, wirklich? Ich komme mir leicht verarscht vor. Stemmen wir das Ding hier mal auf. Lass jetzt was Gutes drin sein. Nein. Draußen heult ein Wolf. Das gefällt mir nicht. Energieriegel ist super. Also sowas wie MREs und Energieriegel möchte ich ungerne. Nee, brauchen wir nicht. Können wir nochmal mitnehmen. Ja, das war's dann jetzt hier erstmal. Wir sollten mal nachsehen. Okay. Wir müssen etwas essen. Was essen und trinken, dann würde ich einfach jetzt hier mal das essen. Und das essen, also alles, was jetzt relativ schnell verfällt, mal wegfuttern. Trinken wir noch ein bisschen. Und hier noch ein kleines klein wenig, ja. Wir sind schon wieder total überladen. ja. Gut, dann mal rein hier in die Halle. Tagebuchmission aktualisiert, dann sollten wir auch mal nachsehen. Hast du mein Gewehr repariert? Finde den Zugwartungsplatz und gelange in den Reparaturschuppen. Sind wir hiermit? Und jetzt verwende die handbetriebene Drehbank, um Jeremias Gewehr zu reparieren. Das machen wir dann noch. Ich würde mich jetzt hier erst nochmal ganz gerne umsehen. Bevor ich hier irgendwie rumwerkel. Ich denke mal, da geht's wieder raus. Ne? Notausgangszeichen ist ja hier. Ziehen wir uns erstmal um. Could end up being useful. Oh, den sollte man relativ zügig wegessen, bevor wir uns noch eine Lebensmittelvergiftung hinzuziehen. Ich denke, hier kann man einige Zeit leben. Klettern wir mal durch. Das sieht doch fast so aus, als würde man da irgendwie hochkommen, aber man kann ja nicht springen hier in dem Spiel. Hm. Wofür ist das dann da? Allerdings muss man auch ehrlich sein, also mit dem Gewicht, was wir damit rumschleppen, springt kein normaler Mensch mehr rum. Eine Werkbank, die wir im Moment noch nicht nutzen können, weil uns Blaupausen fehlen. Noch ein weiteres Blecheisen. Von wegen Brecheisen. Ich nehme es einfach mal mit. Wobei, wir könnten mal nachsehen, was sagt denn unser Werkzeug hier. Das wäre Quatsch, das irgendwie mitzunehmen. Wir lassen das dann, denke ich, hier. Wir können uns nicht so voll machen. This pack is getting too heavy to carry. Ja, ich weiß. Altholz, hier ist eine Feuertonne. Oh ja. Oh. Schimmelig schon. Mhm. Ich muss gestehen, also mich würde tatsächlich mal interessieren, wie Beef Jerky schmeckt. Habt ihr das schon mal gegessen? Habt ihr das schon mal gegessen? Oh, neues Beil.
Ich kann nicht so viel Zeug mitnehmen, Mann. Der Typ sieht nicht mehr so fresh aus. Wir gehen erst nochmal hier rum. Vielleicht liegt da hinten noch irgendwas, aber es sieht nicht danach aus. Okay, dann können wir hier reingehen. Oh, guck mal. Da im Kühlschrank ist noch eine Orangenlimo. Und noch eine Gipfelbrause. Das hier ist schon ein bisschen der Checkpot gerade. Oh, Salzcracker. Okay. Dann gehen wir doch mal zu dem Typen und schauen mal, was... Holy. That's smart. Oh. He doesn't look so good. What's that on the floor beside him? Forest Talkers. Sounds like some kind of indie band. Maybe this guy was one of them. I guess I should check out this lodge. I have to stay focused on the task at hand. Okay, es hat gespeichert und irgendwas ist hier jetzt aktualisiert worden. Nebenstory. Moment, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ah, untersuchen. Waldflüsterer-Flyer. Wir müssen uns erheben. Wir können nicht länger tatenlos zusehen, wie die Ressourcenunternehmen unsere geliebte Insel ausbeuten. Wenn euch etwas an der Rettung von Großer Bär liegt, kommt zur alten Hütte am Rand des Provinzparks von Rätselsee. Die Mobilfunkabdeckung hier ist unzureichend. Daher benutzen wir das Turnschuhnetzwerk. Und vergesst nicht, sie beobachten uns. Vertraut also lieber niemanden. Okay, wir müssen nochmal nachsehen. Großer Bär kommt zur Hütte am Rand des Provinzparks von Rätselsee. Mhm. Okay, das ist also nicht hier, sondern am Rätselsee. Gut zu wissen. Na, wir könnten wieder was Kleines essen. Wir schauen mal nach. Was verfällt super bald da? Schimmliger Schokoriegel. Gleich mal weg damit. Mhm. Das brechen wir mal auf. Ein getragener Wollpulli. Nehmen wir alles mit. Wir haben noch Platz. Hagebutte. Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht erstmal einige Zeit hier bleiben. Und die Sachen auseinandernehmen oder so. Gut, das war's dann jetzt erstmal. Mehr an Nahrung wird hier wohl nicht zu finden sein. Hm. Sieht zumindest nicht danach aus. So, nicht nochmal über den... Achso, den haben wir noch nicht durchsucht. I could use this. Er hatte noch eine brauchbare Windjacke. Ja, super. Tarigal. Ist nichts weiter. Hier unten sind noch Arbeit... Oh. Schwere Lederhandschuhe zum Schutz der Hände bei der Arbeit. Leider nicht darauf ausgelegt. Wann zu halten? Wir nehmen die einfach mal mit. Metallschrott und Lampenöl, interessant. Bolzenschneider fehlt. Ich nehme den auch mal mit. Oh Gott, wir können uns jetzt kaum noch bewegen. Hm. Eine weitere Sturmlaterne und noch mehr Lampenöl und nochmal Stoff, okay. Glaube ich irgendwie nicht, dass wir das jetzt gerade brauchen. Was ist das? Ah, die handbetriebene Triebbank. Dann lasst uns das mal machen.
So, Tagebuchmission ist aktualisiert. Hauptstory, hast du mein Gewehr repariert? Finde den Zug, was verwendet den Betrieb, den haben wir gemacht. Suche in der alten Jagdhütte nach weiteren Informationen zu den Waldflüsterern. Ah, okay. Dann würde ich nun einfach mal sagen, wir wählen das Gewehr mal aus. Achso, wir können das nicht auswählen. Okay. Wir sollten erstmal hier bleiben. Zumal wir uns auch kaum noch bewegen können. Da fällt mir noch was ein. Moment. Das machen wir mal schnell. Wir werden noch fix unsere Laterne neu befüllen. Sehr schön. So, ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwo hinhauen. Schleich, schleich, schleich. Ah, hier waren wir noch gar nicht drin. Aber es ist ein Bett, es ist ein Bett. Es ist hier warm. Draußen wäre eine Feuertonne, wenn wir Wasser bräuchten. Und hier waren wir noch gar nicht. Oho. This stuff will come in handy. Das Schweinefleisch mit Bohnen werden wir nicht essen. Das kriegt unser Kumpel. Sprich Jeremiah, denn der gibt da ordentlich Vertrauen für. Und wir wollen ja jetzt alle Rezepte haben. Im Übrigen, für diejenigen, die das hier nochmal sehen und das vielleicht alles nochmal ganz sehen wollen irgendwann. Ich werde, wenn das hier durch ist, irgendwann nochmal einen Stream machen. Und dann werde ich... Oh, schön. Und dann werde ich tatsächlich nochmal alles von Anfang an spielen. Eben, weil ich bei der Grauen Mutter ja kaum Rezepte oder so freigeschalten habe. Und da würde ich dann doch ganz gerne alles mitnehmen, was nur möglich ist. So, ich würde sagen, mit Streichhölzern sind wir wieder gut genug ausgestattet. Das kannst du. So. Wir werden uns jetzt hier erstmal nicht mehr wegbewegen. Und checken jetzt eigentlich mal unsere ganzen Sachen ab. Also diejenigen, die Story erwarten oder so, wird es jetzt nicht mehr geben in der Folge. Die können gerne wieder das nächste Mal reingucken. Wir werden jetzt hier nur mal ein paar Sachen auseinandernehmen und dann sehen wir weiter. So, Zeitungen habe ich hier bekommen. Genau, das zerlegen wir mal. Ist das schon mal erledigt? So, was sagt die Kleidung? Also ich glaube, das können wir definitiv auseinanderbauen. Da haben wir, denke ich, schon die beste. Haben wir das erledigt. Abgenutzte Fließfäustlinge werden wir wohl auch nicht brauchen. Die zerlegen wir ebenfalls. Der Wollpulli. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Wir tragen schon einen. Neuer, dicker Wollpulli und da hätten wir noch einen. Was tragen wir dann noch drunter? Ich glaube, wir müssen uns das mal ansehen. So, was tragen wir denn alles? Wir tragen drunter das hier. Wills Hemd.
denke, wir sollten dann das hier mal anziehen. So, gibt es hier noch irgendwas, was wir austauschen könnten? Nein. Prozent nass, aha. Also sowas haben wir noch immer nicht gefunden. Plus 0,9. Das ist summa summarum schon mehr. Aber ich glaube, wenn wir die reparieren, dann sind die wahrscheinlich genauso gut. Von daher, nee. Wechseln wir mal nicht. Oh, es ist schon ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwie was reparieren können. Wäre aber schon gut. So, die Mütze hier ist noch okay. Die Mütze aber nicht mehr und das nicht mehr. Also würde ich mal sagen, reparieren wir mal das. So, das ist schon mal gut. Jetzt noch einmal. Du kannst im Dunkeln nicht reparieren, der Klasse. Das heißt, ab ins Bettchen, oder wie? Was sagt denn der Zustand? Unser Zustand sagt, wir sollten etwas essen und trinken. Dann würde ich sagen, tun wir das einfach auch mal. Ui, guck mal. Der verfällt bald. Dann essen wir den schnell weg. Und dann würde ich sagen, noch einen Schokoriegel hinterher. Oder wartet mal, das ist der Quatsch. Wir trinken einfach mal das hier noch weg. So, damit ist dieses Problem gelöst. Trinken wir noch ein bisschen Wasser und dann würde ich sagen, hauen wir uns hin. Und dann müssen wir uns am nächsten Tag tatsächlich Gedanken machen, was wir denn da eigentlich jetzt mitnehmen. Denn wir sind so überladen. Ich schätze mal, dass ich das Holz irgendwie hier lasse oder relativ viel vom Holz. Und dann gehen wir unten raus und gehen zu der Hütte oben. Es ist noch immer dunkel. Mhm. Wir trinken wieder etwas, denn Durst kriegt man über Nacht immer. Und? Hallo, hallo, Bett, Bett, Bett. Ich sehe nichts. Wir schlafen mal noch 3 Stunden. Ich schätze mal, dass es 2 auch getan hätten, oder? Es hätten definitiv auch 2 getan. Mist. Okay. Das Zeug haben wir repariert. Jetzt essen wir erstmal hier so ein bisschen Frühstücken. Mmh. Yummy, 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 yummy. Das können wir auch noch schnell essen. Dann würde ich sagen, trinken wir noch ein Schlückchen. So, mit 50 Kilo möchte ich jetzt nicht unbedingt losstapfen. Sind die eigentlich besser als unsere? Hm. Ich denke, wir zerlegen hier einfach nur noch ein bisschen Zeug. Dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Den können wir auch noch zerlegen. Wir sind jetzt so krass überladen. Haben wir jetzt fast alles. Das hier könnten wir auch noch machen. Bills Hemd. Dann wird das zumindest vom Gewicht her wieder besser.
Oh, sehr guter Windschutz. Ich glaube, die behalte ich jetzt erstmal. Vielleicht kann man dann switchen, wenn man unterwegs ist und es draußen einfach viel zu windig ist. Dass man dann das hier nimmt. Die können wir dann auseinanderbasteln. Und da kriegen wir sogar getrocknetes Leder dafür. Wunderbar. So, wir haben immer noch zu viel Zeug. Wir essen erstmal wieder was. Okidoki. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf und sehen uns draußen dann einfach mal die Hütte an, die wir gesehen haben. Warte mal, wo kamen wir rein? Von wo kamen wir rein? Denn dann würde ich dort erstmal noch so ein paar Sachen lagern. Wir werden nicht alles mitnehmen. Vor allem das Holz, glaube ich, ist im Moment ein ziemlicher Quatsch. Da haben wir einfach viel zu viel. Hallo, von wo kamen wir rein? Haben wir von da irgendwo? Hier links? Ich glaube, ja, wir kamen von hier links. Da bin ich mir doch fast sicher. Oh. Wie lange war ich weg, sagt er. How long was I out for? Lights. Okay. Da ist ein Wolf. Die PCs funktionieren wieder? Ich traue mich da jetzt nicht wirklich raus, wenn da der Wolf ist, oder? Oh shit. What the hell? Wow. They hate the light. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich weg will. Ach du Scheiße. Das ist ein verficktes Rudel. Nö. Nö. Das machen wir lieber mal nicht. Es ist plötzlich wieder überall Strom. Hat das was mit den Lichtern zu tun? Wartet mal, wir probieren mal hier das Radio einzuschalten. Nee, da tut sich nichts. Okay. Wow. War ich da oben schon drin in dem Stand? Ich glaube nicht. Das habe ich ganz übersehen. Can't have too much water. Hm. Was ist das da unten? Ist das Radio? Da leuchtet doch was, ja. Komme ich da hin? Nee, da kann ich nichts machen. Okay, wir machen Folgendes.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu unheimlich gerade. Wir schlafen lieber noch eine Runde. Verdammt. Jetzt habe ich mich auch noch verletzt. Okay, wir müssen schnell nachsehen, was passiert ist. Okay, wir müssen uns verbinden, alles klar. Wir verbinden uns erstmal. Und dann müssen wir noch Schmerzmittel reinhauen. Okay, zumindest das ist schon mal erledigt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder hoch. Und legen uns nochmal ins Bettchen und dann gucken wir am nächsten Tag, was da abgeht. Warte mal, da ist noch was. Was zeigt das an? Könnte vielleicht eine Überwachungskamera gewesen sein. Hm. Wenigstens ist der Strom wieder da. Zumindest teilweise. Und das müsste irgendwas mit dieser, ja. Aurora Borealis zu tun haben. So, wir schlafen jetzt einfach mal 6 Stunden und dann gucken wir mal, was der nächste Tag sagt. Ich gehe hier nicht in der Nacht los. Wir schlafen mal noch 2 Stunden. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.